Hallo ins Studio. Ich stehe hier gerade vor dem beliebtesten Zoo Österreichs, aber es ist ein schwarzer Tag für den Tiergarten Schönbrunn, denn heute ist der 16 Jahre alte Panda-Mann Longhui verstorben. Erst vor kurzem wird der Papa von Zwillingen, aber am Dienstag die Schockdiagnose, er hat Krebs. In seinem Bauchraum wird ein 10 cm langer Tumor gefunden und heute verstirbt er während einer Untersuchung. Bis zuletzt stehen ihm Pfleger bei und auch Spezialisten aus China helfen bei seiner Heilung, aber leider hat nichts geholfen, er ist heute verstorben. Hier vor Ort sind die Besucher wirklich sehr traurig über die Schocknachricht und auch der Tiergarten selbst und die Direktoren sind wirklich erschüttert. Noch kann man nicht so viel sagen, Stellungnahme gibt es wohl erst morgen, aber es ist ein wirklich trauriger Tag für den Tiergarten Schönbrunn. Und damit gebe ich zurück ins Studio.